Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Nein. Okay, liebe Bundesregierung, ich bin einer von Ihren Mitbürgern. Ich bin im fernen Spanien, etwa 2000 Kilometer entfernt von Deutschland, und ich frage mich gerade, ob ich überhaupt noch mal Lust habe, nach Hause zu fahren. Ja, mein Zuhause. Deutschland. Ich bin so einer, so, bin 40. Ja, im besten Alter. Ledig, unverheiratet. Bin ein richtig guter Arbeitnehmer. Vielleicht sogar Arbeitgeber. Man weiß es nicht. Und hier so an so einem Strand in Spanien am Dezember, 4. Dezember, da klappe ich dieses Laptop hoch. Kommunikation interessiert mich doch schon. Auch. Und wir haben ja hier sogar Internetanschluss. Ne? Also man denkt, das ist so mitten im Nirgendwo. Aber nein, ja, wir haben selbst hier, wissen wir, halbwegs, was läuft in der Welt. Bloß frage ich mich langsam, ob Sie das wissen. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, wobei doch, ja, ich möchte Ihnen nahe treten, weil Sie treten mir auch permanent zu nahe, ja. Auf Facebook werde ich permanent angeredet mit lieber Herr so und so. Wissen Sie, Sie kennen mich gar nicht. Ja? Für Sie bin ich eine Nummer aus dem Personalausweis. Ich bin Teil Ihres Personals. Sie können mich gar nicht lieben, weil Sie mich gar nicht kennen. Sie können mich auch noch nicht mal hassen. Sie können weder beides. Sie können beides nicht. Aber nach diesem Video können Sie sich ja vielleicht mal ein Bild davon machen. Oder eine Idee. Vielleicht aber auch von sich selbst. Wir fangen jetzt einfach mal an. Mit unserer Bundesregierung. Das ist eine Regierungsbehörde und wir sind auf Facebook. Das finde ich gut. Das zeugt von Transparenz. So. Die Anschläge von Paris haben gezeigt, dass wir noch entschlossener und konsequenter auf allen Ebenen gegen den IS-Terror vorgehen müssen. Die Ebene, die Ihnen jetzt eingefallen ist, ist dieser Kriegseintritt. Und jetzt hören wir mal hier. Ja? Ein von Ihrer letzten Pressekonferenz dazu, was es dazu zu sagen gibt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Einsatz der Bundeswehr kommen, der gerade im Bundestag beschlossen wurde. Herr Seibert, zunächst mal, wann ist mit der TV-Ansprache der Kanzlerin zu rechnen, die Bundeskanzler vor Ihnen, die einen bewaffneten Einsatz der Bundeswehr beschlossen haben, haben der Bevölkerung das zu Prime Time im Fernsehen erklärt? Wann ist da mit der Kanzlerin zu rechnen? Ich habe Ihnen da keine Ankündigung zu machen. Warum nicht? Ich habe Ihnen da keine Ankündigung zu machen. Ich verweise aber beispielsweise, wenn Sie das interessiert, inhaltlich auf die Rede der Bundeskanzlerin in der Haushaltsdebatte, in der sie sehr ausführlich auch bereits auf die Bedrohung, die der IS für uns alle bedeutet, gesprochen hat, über die Tatsache, dass dem IS auch militärisch entgegengetreten werden muss. Da werden Sie vieles finden in dieser Rede. Zusatz? Nun gucken sich die allerwenigsten Bürger Bundestagsdebatten an oder Bundestagserklärungen der Kanzlerin. Viele wünschen sich, glaube ich, persönlich von der Kanzlerin ihre Entscheidung erklärt zu bekommen, wie die Kanzler vor ihnen, vor ihr. Warum ist das für Sie keine Option? Das ist ja erstaunlich. Was Sie erstaunt oder nicht, das kann ich hier nicht ermessen. Die Bundeskanzlerin ist nahezu täglich in irgendeiner Form, in einer Pressekonferenz, in einem Redebeitrag auch für die Öffentlichkeit zu hören. Und wir werden Sie informieren, wenn es weitere Kommunikationspläne gibt. Gibt es weitere Fragen? Man kann reden, auch nachlesen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.
Ja. Und dann steht man hier. Schön Spanien. Am Strand. Hundegebell im Hintergrund. Nachdem man das gesehen hat und fragt sich, was ist denn los? Ferndeutschland. Angst vor Terroranschlägen auf großen Weihnachtsmärkten? Na? Das riecht ja geradezu danach. Hübsche Inszenierung. Wissen Sie, ich würde mal gerne mir diese Presseerklärungsriege, ja, die vor diesem dezent abgestuften blauen Hintergrund, ja, der unten ist er blauer, nach oben wird er ein bisschen heller. Ja. Das ist ja alles ganz fein inszeniert. Und dazu dieser buchenhelle Tisch, wo wahrscheinlich die Unterlagen drauf liegen, die man dann abliest oder auch nicht. Ja? Blau, leicht braun. Das ist ganz fein gemacht. Aus meiner Expertise als Kommunikationsdesigner kann ich Ihnen wirklich sagen, 10 Points. Richtig gut. Weniger gut ist, dass Herr Seibert, den Sie damals abgeworben haben, nachdem er Nachrichtensprecher war und sich die Gunst des Publikums, vor allen Dingen ARD-Publikums, abends zur Primetime erworben hat und die Bundesregierung aus diesem Grund ihn als cleveren Coup eingelagert hat in die Phalanx ihrer Presseerklärungsschwerenöter, ja, also Presseerklärungsmenschen, Hauptpressechef-Erklärer der Bundesregierung. Das war also extrem clever. Was jetzt langsam blöd ist, ist, dass Herr Seibert immer weniger schläft. Ja, das kann man sehr deutlich sehen. Na klar kann der Mann nicht mehr schlafen. Vorher hat er noch so eine Art Nachrichten vorgelesen, ja? Nach denen man sich dann richten musste. Friss oder stirb Nachrichten, deswegen heißen die so. Und jetzt auf einmal muss er Vorrichten vorlesen. Also das sind Dinge, Erklärungen von Entscheidungen, die die Politiker irgendwann treffen, die die Menschen stark beeinträchtigen in ihrem ganzen Leben. Ja? Wie jetzt sowas wie so ein Kriegseintritt, wird ja immer noch weiterhin verharmlost als NATO-Aufklärungsmission. Es werden Tornados hingeschickt. Ja, die klären ja nur auf. Ja, sicher. Deutschland klärt auf. Ja, so ähnlich wie ich. Ja, wir klären alle nur auf. Deutschland. Im Aufklären sind wir groß. Es tut mir leid, dass ich gerade etwas emotional ungehalten werde. Kommt bei mir selten vor. Aber also so Sachen wie Einmischung in militärische Interventionen, da werd auch ich ein bisschen bissig. Ja. Okay, zurück zur Satire. Obwohl, ist das überhaupt Satire? Oder ist das echt? Ich weiß es langsam gar nicht mehr. Sie können es ja beurteilen. Sie können sich ja überlegen, was es ist, was jetzt kommt. Wobei ich nicht mal weiß, was kommt, weil ich so stocksauer bin. Da wird auf der Welt sowas inszeniert wie ein Puppentheater, Krieg gegen den Terrorismus. Und jedes Kind ab 5 in der Schule weiß, dass man Terror nicht mit noch mehr legalem Terror bekämpfen kann. Ja? Je mehr legaler Terror oder legalisierter Terror, NATO, Kampfeinsatz, bla bla bla, es ist von der UN abgesegnet und so weiter. Was bedeutet das denn? Die Terroristen sind von Allah abgesegnet. Ja? Das ist eine ganz andere Stelle. Die UN ist eine Behörde. Die wurde irgendwann mal eingerichtet. Vor ein paar Jahrzehnten. Allah und Jesus und wie diese ganzen Götter heißen, die sind ein bisschen älter. Ja? So, und da wird an uns erzählt, das wurde jetzt, der Kampfeinsatz wurde abgesegnet. Er wurde... Was denn? Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt mal ernsthaft. Wir haben in den letzten Jahrzehnten permanent die Erfahrung gemacht, dass je mehr Bomben wir auf irgendwelche sogenannten Terroristen schmeißen, von denen wir noch nicht mal so richtig wissen, wer diese Terroristen überhaupt inszeniert hat. Oder wer die gestärkt hat. Ja? Da gibt es ja die bösen Verschwörungstheoretiker, die sagen, naja, die Amerikaner machen das immer mit derselben Methode in ein Land, was ihnen politisch nicht mehr passt, wo sie aber Rohstoffe brauchen. Ja? Dann schicken wir da eben ein paar Leute hin, die eine sogenannte Terrormiliz oder eine Diktatur aufbauen. Und wenn es die Diktatur nicht mehr passt, dann wird sie eben gestürzt durch einen Militärputsch. Das kommt ja immer wieder vor, ist ja Strickmuster. Ja? Das ist ja schon fast Standard. Standard. Waren Amerikaner. Aber dass wir Deutschen da auch mitmachen, auch mit unserer Geschichte, das finde ich mittlerweile, das hat eine Qualität. Das hat auch wirklich eine Qualität. Ob das gut oder schlecht ist, das überlasse ich jetzt mal dem geneigten Zuhörer oder Zuleser dieses Videos. Eine Qualität, die ich unserer Frau Merkel gar nicht zugetraut hätte. Weil die Frau Merkel habe ich bisher immer so als sehr besonnene,
Ja, sie hat ja auch so einen wissenschaftlichen Background als Physikerin. Sie ist ja Doktor der Physik, vielleicht sogar Professorin, man weiß es nicht. Also sie hat ja immer diesen Nimbus des, naja, erstmal nachdenken, ne? Ist ja eben sich gut. Besonnene Politikerin. Hut ab, finde ich richtig gut. Auch eine Frau da oben, finde ich richtig gut. In diesem ganzen Männerdomänen-Quatsch, ja? Männer entscheiden, dass Männer in den Krieg ziehen. Und die Männer ziehen in den Krieg. Das wäre mal ein interessantes Gedankenspiel, jetzt mal zuzulassen, die Idee, wie wäre das eigentlich, wenn es umgekehrt nur Frauen sich überlegen würden, also Frauen würden die Welt regieren, ja, überall, das wäre anerkannt, die Männer wären zu Hause, würden die Kinder machen und so weiter, Haushalt, bla bla bla, wir kennen das. Rollenverteilung, genau umgekehrt. Und dann überlegen sich die Frauen, naja, das mit den Verhandlungen, das hat nicht mehr geklappt, da sind terroristische Frauen, die bomben uns gerade weg, also müssen wir ein paar andere Frauen dahin schicken, die dann auch wegbomben, in den Krieg ziehen. Da würde ich uns Männer gerne mal sehen. Ja? Mit unserer ganzen Aggressionsstruktur. Mit unserem ganzen Beschützerinstinkt. Ja? Das würde ich gerne mal sehen, was wir da machen würden. Ja? Würden wir unsere Frauen in den Krieg ziehen lassen? Einfach so? Würden wir das machen? Doch interessant. Und jetzt denkt jeder, natürlich nicht. Aber warum? Warum lassen dann die Frauen die Männer in den Krieg ziehen? Weil die Männer sich überlegt haben, wir brauchen jetzt mal einen Krieg. Ja, das ist irgendwie allgemein akzeptiert. Warum? So, jetzt aber zurück zu unserer Regierungssprecherriege. Ja? Die Menschen, die ich da sehe, die kommen mir mittlerweile fast vor wie Zombies. Ja, also wir kennen das ja von den Zombiebanken und so weiter. Oder den Smartphone-Zombies, die den ganzen Tag auf ihr Ding starren und deswegen Gesichter haben, die eigentlich keine mehr sind. Ja. Und genauso sieht das da aus. Das sind geschminkte Zombies. Ja. Herr Dr. Schäfer, ihm entgleisen regelmäßig seine Gesichtszüge. Ihn sollte man als allererstes austauschen. Das kann ich Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen. Dr. Schäfer geht gar nicht. Auch der Name allein. So. Und er hat wirklich ernsthafte Probleme, seine Fassung zu bewahren. Herr Seibert ist eine richtig gute Wahl, der hat immer noch ein richtig gutes Pokerface. Wobei, wie gesagt, er ist total übermüdet, weil er nachts nicht mehr schläft. Wahrscheinlich hat er auch schon eine schwerwiegende Depression, die gerade wahrscheinlich behandelt wird. Ja. Von wem? Von Ärzten. Die haben gesagt, Herr Seibert, Sie haben eine behandlungswürdige Depression. Ist ja auch klar, mit Ihrem Job kein Wunder. Ja? Job wechseln, Herr Seibert. Das wäre noch was. Das wäre noch eine Option. Einfach aufhören, ja? Den ganzen Quatsch da in die Leute zu streuen, von denen sie merken, dass es Quatsch ist. Die ganzen Entscheidungen sind alle Quatsch. Vieles davon ist Quatsch. Könnte man jetzt sagen, wie der Samplifikateur terrible und der Mann weiß, wie es geht. Nein, das weiß ich nicht. Aber diese Offensichtlichkeit der Falschheiten, die uns da als etwas verkauft werden, was in Zukunft passieren soll, das geht wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Da werde ich wirklich langsam richtig wütend. Ja, also, und ich habe da auch gar keine Lust mehr, meine Fassung zu bewahren. Wissen Sie, habe ich gar nicht mehr Lust? Warum soll ich denn meine Fassung bewahren? Warum soll ich denn ruhig bleiben? Warum denn? Wenn es mich so ankotzt, was da los ist. Es kotzt mich an. Das ist keine direkte Beleidigung, es kotzt mich an. Ja? Ich habe nicht gesagt, Sie kotzen mich an, sondern es kotzt mich an. Es. Das gesamte Es, dieses alternativlose Es, dieses Es, von dem behauptet wird, dass es eben so ist, dieses Sachzwang-Es, das kotzt mich an. Ja? Und dann, herzallerliebst, diese sehr junge, iranisch aussehende oder Irakerin, man weiß es nicht. Ich weiß den Namen nicht, interessiert mich aber auch nicht wirklich, weil die Frau wird sowieso ausgetauscht. Ja? In ihrer Pressesprecherriege. Total hübsch, super gut geschminkt, noch nicht mal 30. Ja. Sitzt da und erklärt auch mit betretener Miene, warum es irgendwie sinnvoll ist, Krieg zu führen. Leute, ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Also Krieg ist einfach Mist und Scheiße. Ja, und ist auch richtig doof, weil Leute sterben da. Krieg ist geplanter Mord. Und da hilft es auch nichts, wenn man ein hübsches Gesicht hinsetzt, was mir erklärt, dass das eigentlich gar kein Krieg ist, sondern dass das so eine Aufklärungsmission ist, ja? Klar, so ähnlich wie die Krankenhäuser, Lazarette im Krieg. Ja, die sind ja nur Lazarette, ja? Das unterstützt doch alles den Krieg.
Wenn es die Lazarette nicht gäbe, dann wird doch keiner mehr in den Krieg ziehen. Ja? Wenn es diese Aufklärerei nicht gäbe, dann wird es auch keine sogenannten Angriffsziele geben. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe eigentlich gar keine Lust, euch alles das zu erklären. Weil ihr wisst es selbst. Tut bitte nicht so, als wüsstet ihr es nicht selbst. Ihr wisst es ganz genau. Ihr wisst, von was ich rede. Ihr findet es in euch selbst. Habt mal den Mut, da reinzuhören, was da ist. Wenn ihr ganz tief in euch selber reinhört, ja, auch ihre Regierungssprecher, Herr Dr. Schäfer, Herr Seibert, Frau Merkel, die ganze liebe Bundesregierung, ja, und auch ihr Menschen, die ihr das jetzt seht in Deutschland und denkt, ja, der Typ, der hat sich aufgeregt, aber im Kern hat er irgendwie, da ist was. Und alle, die jetzt spüren, dass da was ist, die lade ich wirklich herzlich ein, dem nachzugehen. Denn das, was ihr da finden werdet, das geht weit über das hinaus, was euch eure liebe Bundesregierung in Presseerklärungen erklären kann. Schönen Tag noch.